Die Briten ziehen sich aus Ägypten zurück nach Gibraltar, um ihre Verteidigung dort zu unterstützen. Die Spanier stellen die Briten in einer Ebene vor der Stadt. Dies sind die letzten Reserven der Briten, und wenn sie diese verlieren, sind sie als Kriegspartei ausgeschieden. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu Napoleon Total War, mal wieder einer neuen Schlacht mit mir, Gaius Julius Caesar und den Briten und mit dem werten Game Alliance mit den Spaniern. Grüße dich. Ja, der kranke Spanier. Der kranke Spanier derzeit, richtig. Der Spanier hat zur Information 2 Einheiten mehr und wir spielen beide ohne Kavallerie. Das könnte sehr interessant werden. Ich gehe mal auf bereit. Schießen, ja. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Die Karte ist auch für mich vollkommen neu. Stelle ich mich da auf? Vielleicht hier. So. So, da habe ich mir fast gedacht, dass du diesen Pass hier so verteidigen würdest. Ach, du willst hier vollkommen auf den Hügel setzen? Nicht nur, aber erstmal. Interessant. Kann übrigens sein, dass ich mich während des Videos immer wieder muten muss, weil ich husten muss. Dum-dum. Das ist jetzt... Scheint aber nichts wegen schlechtem Wetter zu sein oder von wegen Regen oder sowas. Boah, da wäre jetzt Kavallerie so schön, einfach reinreiten in diese Massen von dir. Da bringt natürlich jetzt meine Kanone auf der einen Front gar nichts. Ich kann ja mal kurz schauen, wie weit hier die Reichweite ist. Sehe ich das schon? Wahrscheinlich ganz knapp reicht es nicht. Oh, nee, es reicht echt überhaupt nur. Ja, die Kanone ist schon mal nutzlos und die auf dem Berg auch. Du bist aber schnell auf den Berg gekommen. Meine Güte. Nicht schlecht. Ich bin Spanier, im Sport können was. Ja. Gerade im Fußball. Oh, L'Espagna. Jetzt habe ich viele Grenadiere. Meine Kanonen bringen hier gar nichts. Boah, wie viele Grenadiere hast denn du dabei? Das sind ja fast nur Grenadiere. Ach, herrje. Wow, das wird echt interessant. Ich mag Granaten. Ja, das habe ich mir jetzt schon fast gedacht. Boah, mal gucken, ob ich das hier gescheit positionieren kann. Überall Wald. Ja, die da hinten ist, die ist eh zu weit weg, das kann man vergessen. Ja, wie mache ich das jetzt hier? Übrigens, der Duke of Wellington streitet hier mit den letzten Männern, die er hat. Bestreitet hier mit den letzten Männern, die er hat, die Schlacht um das Schicksal Großbritanniens auf der Weltbühne Europas. Nach der Niederlage in der Osmanischen Festung. Oh ja, eine peinliche Niederlage. Die Janitscharen haben es rasiert. Wieso kann man eigentlich nicht die Geschwindigkeit der Artillerie verbessern? Die bewegen sich halt echt wie in Zeitlupe. Ja, das geht mir gerade leider genauso. Da
Kann ich auch nichts dran ändern? Granadellos. Ehrlich gesagt, kein so großer Spanischsprecher. Wo sind denn die? Wo sind denn die guten Plänkler? Ah, los geht's. Komm, schießt. Schießt ihr schon? So, einmal schnell die Aufstellung bitte wechseln, Leute. Oh Mann. Schießt. Oh ja, ihr schießt alles schön. Sehr gut. Sehr gut. So weit, so gut. Da hoch kommt man nicht. Okay. Hä? Granada, der Was macht Sonnenprovinz denn hier. ihr? Ich habe hier ganz andere Befehle erteilt. Meine Güte. Erstmal mit Granaten spammen. Wow. Was war das? Granaten. Ach, hey. Meine eine Einheit ist schon ziemlich. Aber deine eine Grenadierseinheit gibt es gleich nicht mehr. Schießen da auch schon deine Kanonen? Sind sie ja. Könnt ihr euch nicht mal gescheit aufstellen hier? Das ist ja peinlich für das britische Empire. Hopp, aufstehen. Die paar Granaten. Ach, die machen nix. So ein paar Granaten ins Gesicht. Pff, hält Nee, jeder das Brite macht gar aus. nichts. Das macht gar Das nichts. Telefon meldet sich wieder zu Wort. Ja, das ist ein gutes Omen. Das ist ein sehr gutes Omen, sage ich dir. Das bedeutet, die Schlacht werden wir hier gewinnen. Ich bin fest der Überzeugung, dass das so funktionieren wird. Sicher. So, die linke Front sieht gut aus, die rechte Front ist ein bisschen blöd und unsere Es Kanone ist steht wie immer hier noch ziemlich. herum. Es ist ziemlich kontraproduktiv, mit einer Kartätschenladung in einen Wald zu schießen. Echt? Oder auch nicht. Wo schießen die alle hin überhaupt? Das schauen wir mal zu. Erwischen die euch? Oh nein, du schießt jetzt schon. Ich Oh. habe einfach schon die Hälfte meiner Armee verloren. Hoffentlich schießen die jetzt nicht meine Kanonen ab, meine eigenen Männer. Aber ich schieße jetzt einfach mal mit Kartätschenladungen auf dich drauf. Ich dachte immer nämlich, das ist gut gegen Infanterie, als wenn die nah da ist. Ist sie ja auch. Also eine Einheit ist gleich Geschichte. Jawohl, die flieht. Oh, verdammt. Oh, nochmal eine Das kann doch nicht Kartätschenladung. wahr sein. Und Was soll's? das ist genau richtig hier, die Kartätschenladung für die Entfernung. So, jetzt können wir hier langsam vorrücken, Das ist halt Leute. einfach ein. Okay, ich glaube, perfekter kann eine Schlacht nicht laufen. Jetzt können wir vorrücken. Vorrücken, Männer.
Immer weiter vorrücken. Für das britische Empire. Auch wenn ihr in Unterzahl seid, Wellington glaubt an euch alle. Jetzt nicht mehr. Wieso? Jetzt sind sie nicht mehr in Unterzahl. Ach so, sicher? Ja gut, stimmt. Ich habe schon einige Einheiten. Die tapferen britischen Soldaten konnten schon einige Einheiten ausschalten. Ich wollte mal vor. Einige ist gut. Hier habe ich übrigens die Infanterie der German Legion. Die Deutsche Legion ist hier, meine Damen und Herren. Und verteidigt hier tapfer im Wald die Kanonen. Oh, wie süß, die fliegen hier. Oh, Schießen irgendwo hin, wo niemand ist. die haben deine flüchtigen Spanier hier gerade abgeschossen. Da, wo noch 22 Mann übrig sind. Mörder. Oh, die Kanone hat mich, glaube ich, gerade gut erwischt von dir. Ja, wow. Jetzt macht das auch nichts mehr. Oh, die Plänkler machen auch. Die haben echt eine gute Reichweite, die Plänkler. Ich glaube, das wird die kürzeste Schlacht, die ich je verloren habe. Motivieren, bitte. Ich hoffe nur, dass das in Attila besser wird. Oder Rome. So, einmal Und motiviert. das war meine letzte Kampfeinheit. Hä? Ernsthaft? Ne, du hast doch hier noch eine. Ja, Die Plänkler. Trier. Wow. Ach, das sind Plänkler. Ah, okay, deswegen haben die so eine Reichweite. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Also war wohl Welchen falsch getötet auf. Plänkler? Es war wohl falsch auf Grenadiere zu setzen. Ich challenge dich, töte meinen General, bevor er in deine Reihen reitet. Du tötest den General. Ah, cool, das schauen wir mal zu hier. Da wird er niedergeschossen. Oh, zack. Er kam noch rein, aber er ist geflohen, während er reinritt in meine Reihe hier. Er stirbt gleich. Ah, Glorreiche dem schaue ich Siegscher zu. Aber er lebt noch. bald Schau mal, er Ihnen. lebt noch. Der Please. reitet jetzt alle. Jetzt ist Ah, er nee, tot. jetzt ist er tot. Jetzt haben wir gesehen, wie er gestorben ist. Ich will aber noch, wo ist meine German Legion? Nein, nicht fliehen. Ich soll doch in den Nahkampf gehen, German Legion. Vorwärts. Ja, die fliehen eh in meine Richtung, dann kann ich sie auch im Nahkampf jetzt töten. Oh, nur meine eigenen Kanonen sollen jetzt bitte aufhören zu feuern, das wäre sonst echt ein bisschen mies. Kann ich nicht jetzt sagen, dass die aufhören? Stopp, hier ist der Sag Heide. bloß, dass alle Hoffnung verloren ist. Ach, hat er das gerade gesagt? Nein. So, ihr dürft Hat er mal. nur so rausposaunt. Meine Plänkler dürfen jetzt hier auch mal was machen. So, und hier, die German Legion stürmt die flüchtigen Spanier und schlachtet sie alle ab. 7 Mann und. Nein, ihr dürft doch nicht diese 7 Männer fliehen lassen. Hier flieht ein einziger. Unfähige Spanier. Ein einziger hat es geschafft, aus dem Getümmel hier zu fliehen von der German Legion. Der Mann, der wurde extra am Leben gelassen, damit er den Spaniern berichten kann, was heute geschehen ist. Der große Sieg der Briten, die jetzt zurück sind auf der Weltbühne und die Spanier bezwungen haben. Hey, was macht denn ihr? Ist klar, gegen Osmanen verliert ihr, aber gegen Spanier kein Problem. Schießt doch, ich habe eigentlich einen Schießbefehl gegeben. Was rennt denn ihr in die Kanonen Och, ist rein? egal. Ich meine, es ändert jetzt nichts mehr an der Schlacht, aber. Boah, deine Kartätschenladungen sind alles hart. Komm, schießt. Schießt. Ich habe halt nur noch 38 Einheiten da. Ich warte auf die German Legion, die macht Und es dann. och, Die macht ich das habe nur dann. noch die Kanonen. Ja, aber du kriegst die Gewehrschützen damit down. Das war halt ein taktischer Fehler. Aber das entstand so im Übermut. Das war ein Ablenkungsmanöver für unsere geliebte German Legion. Die deutsche Legion rückt langsam, still und heimlich im Walde hier vor. Stück für Stück näher. Sie hört die Kanonen schlagen, aber niemand, keine einzige Kugel schlägt bei ihr ein. Und gleich kommt sie aus dem Wald gerannt, voller Siegestaumel. Ja. Und verliert erstmal zu Männer. Bam! Schon wieder Wie die 8 AE. Von umfallen. 92 auf 82. Kommt! Angriff, Männer! Vorwärts! Für Ruhm und Ehre, für den Sieg! Wie die schreien. Die German Legion macht die erste Kanoniereinheit fertig. Ihr bekommt alle Land in Großbritannien. Das verspreche ich euch. Die zweiten fliehen schon, ohne dass sie gekämpft haben. Schön die Kanonen zurücklassen. Oh
knapper Gott. Sieg. Ich habe noch keine Schlacht so schnell verloren wie diese, glaube ich. Also, du hast 100 Männer mehr aufgestellt. Man muss aber dazu sagen, du hast Grenadierseinheiten aufgestellt. Die haben ja allgemein schon weniger Männer. Das stimmt. Das mit den Grenadieren war wohl ein taktischer Fehler. Da hättest du wahrscheinlich gedacht, dass die besser reinhauen. Ja, vom Schaden her, wegen den Granaten. Aber schau mal die Verlustzahlen an. 263 Verluste hatten wir, Briten. Und das habe ich mir gar nicht. Das wollte ich mir gar nicht anschauen. 802 Verluste hattest du. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Das fand ich jetzt mal echt wieder eine schöne Schlacht und auch mal nicht so eine lange, ja, Belagerung wie beim letzten Mal mit den Osmanen und Briten. Solche schönen Schlachten, die gefallen mir, auch mit kleineren Einheiten. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like da und zeigt es, schreibt es auch gerne in die Kommentare, wie ihr die verschiedenen Taktiken fandet von Spaniern und Briten. Und ich bin müde von Napoleon Total War. Und wir haben einen müden Game Allianz. Aber ich kann euch versprechen, es wird trotzdem weiterhin Napoleon Total War Schlachten geben. Und ja, bis zur nächsten Schlacht, dann auch alles Gute. In Total War. Ja, vielleicht auch noch ein bisschen Abwechslung. Auf jeden Fall bis zum nächsten Video. Alles Gute, euer Gaius Julius Caesar und euer müder Game Allianz 24. Auf Wiedersehen.